So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn die neue WrestleCrate UK Box ist da. Das ist ja so eine super Dulli-Box, wie sich jeder jeden Monat bestellt mit irgendwelchen Mist drin, Lootboxen, Naschboxen, sonstige Boxen. Und ich als Wrestling-Dulli bestelle mir natürlich eine monatliche Wrestling-Box. Aber ich habe letztens gesehen, ich muss schon wieder 300 noch was Euro bezahlen für die nächsten 12 Boxen. Und müsst ihr euch vorstellen, eine Box kostet 15 Euro. Die Versandkosten für eine Box betragen 18 Euro. Das ist natürlich, sitzt tief der Schmerz. Ich habe mich nämlich gefreut, immer ein T-Shirt und eine DVD für 15 Euro zu bekommen. Dann haben Leute geschrieben, mach das bitte weiter, wir unterstützen dich auch sonst was hin und her. Viele Leute fanden das cool, die meisten interessiert es gar nicht. Ich war jedes Mal begeistert und jetzt sehe ich das große Grauen. Ich habe es zwar erst verlängert, das müsste trotzdem die letzte Box sein, die 12. Box von der ersten Fuhre. Aber auf einmal sehe ich hier so einen komischen... Sticker, der war noch nie drauf. Einfuhrabgaben und hier eine Rechnung von der Deutschen Post. Zoll, Einfuhrabgaben 2,23. Auslagepauschale 6 Euro. Gesamtbetrag 8,23 Euro. Heißt das jetzt, nachdem ich 15 Euro für die Box bezahle, 18 Euro Versand bezahle, muss ich jetzt jedes Mal an die Deutsche Box nochmal 8,23 Euro bezahlen, also zusätzlich nochmal 10 Euro fast, wo ich bisher nie irgendwie noch was dazu zahlen wollte, musste. Das ist bisher immer angekommen, du hast das bezahlt, das ist hierher gekommen, alles hat gepasst. Und plötzlich hast du so einen Sticker da drauf und du musst da vorne irgendwas abscannen. Steht hier auch, da ist so ein Feld, wo du abscannen kannst und du hast, hier steht, ein Abgabenbescheid und weitere Hinweise erhalten Sie hier. DHL.de Einfuhr, bitte beachten Sie zu den Abgaben die Einspruchsfrist von einem Monat. Ich gucke mir das mal an, wenn das jetzt wirklich so ist, dass ich jeden Monat zu den 18 Euro Versand nochmal 10 Euro Zoll bezahlen muss, dann war es das, glaube ich, wirklich für mich. Dann hole ich mir mein Geld wieder, was ich jetzt vorausgestreckt habe über PayPal. Dann nehme ich das Geld einfach und dann war es das und dann... Wenn ich mir wirklich dann mal ein Wrestling-T-Shirt kaufen will, suche ich mir das selber raus und lasse mich nicht mehr überraschen. Obwohl die so toll aussehen, aber das da muss ich erst später zeigen. Hier haben wir zum Beispiel was drin, wo ich nicht weiß, was das ist. Hier steht Top Rope. Verstehe ich nicht. Das ist ein Kärtchen, da steht Top Rope. 6 Lipton CL L20 8 CPU Code WrestleCrate 10. Top Rope Wing, toprope wing.com. Das ist ein Gutscheincode für toprope.com. Irgendwas? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier Wrestling Chaos. Chaos on Demand. One month free. Wrestling on Demand. One month free. Aha. Use Code WrestleCrate22 unter powerwrestlingchaos.com. Ist ein cooler Flyer, der sieht auf jeden Fall mega stark aus. 24. September, Kings Oak Academy. Pro Wrestling Chaos presents Wrestle Chaos. Das wirkt auch wie irgendwas. Ja, europäisches, britisches. Der alte sah auch aus wie Drew McIntyre. Trotzdem habe ich keine Ahnung, was das ist. Dann habt ihr hier auf jeden Fall wieder eine DVD drin. The Best of Dudley Boys in Easy Dub. Uncut, Uncensored und Unbelievable. Das Beste von den Dudley Boys aus der ECW. Das Cover sieht eigentlich ganz cool aus, aber eigentlich sieht es auch mega billig und unscharf aus. Hinten drauf auch. Muss aber vielleicht so sein, die ECW ist eben halt schon unendlich viel alt. Und das ist halt alles nicht, wie man es heute kennt. Hat aber trotzdem irgendwie Style. Das Beste von den Dudley Boys in der ECW. So, das lassen wir noch kurz weg. Das machen wir mal hier drüben. Da gucken wir mal fix hier. Hier ist nämlich ein Autogramm. Violent by Design. Ich habe wieder keine Ahnung, wer das ist. Kennt ihr den? Violent
bei dich sein, steht hier da, wie ich früh's auf dem Lotus, ne? Unterschrift ist da, ist gleich erklärt auf der anderen Karte, wer das ist. Wenn ihr den kennt, schreibt's rein, ich weiß es nicht, aber das Design finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und dann habt ihr hier noch eine Karte, ja, das sieht aber komisch aus, Assassin's Creed. Noch ein Autogramm von, das soll ein Wrestler sein, mit hier einem toten Löwen, einem toten irgendwas drauf. Hier nochmal Autogramm, sieht auch irgendwie stylisch aus, mega brutal. Und dann haben wir hier wieder ein T-Shirt drin, das T-Shirt ist eigentlich das Interessanteste. Wir packen erstmal kurz das T-Shirt aus, vielleicht können wir ja erkennen, was es ist. Wenn nicht, haben wir ja trotzdem die Wrestling-Box-Karte, die noch drin ist, wo immer erklärt ist, wer was ist. Ach so, na dann haben wir es ja jetzt. Es stand nämlich schon dabei, in der nächsten Wrestling-Box ist ein Artikel vom British Bulldog drin. Jetzt hätte das sein können, dass es die DVD ist, es hätte sein können, dass es einfach ein Autogramm ist, es hätte sein können, dass es einfach nur so ein kleines Püppchen ist, aber das T-Shirt ist von British Bulldog, der Davey Boy Smith, wenn ihr hier guckt, British Bulldog, Davey Boy. Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Ich glaube, genau das wäre zum Beispiel was. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die Sachen aus den Wrestling-Boxen sammle ich immer. Manche T-Shirts ziehe ich selber an, manche DVDs gucke ich. Dem Kevin habe ich versprochen, dem möchte ich dir eine DVD schenken, weil der die so übelst genial fand. Ein T-Shirt habe ich auch mal an Hannes geschenkt von Malakai Black, weil der das so richtig toll fand. Das wäre auf jeden Fall was für meinen Onkel, wenn der Geburtstag hat, ihm dieses T-Shirt vom British Bulldog zu schenken. Denn das British Bulldog ist ja jemand von früher, nicht aktuell, was von früher, was einfach legendär ist. Ich glaube, da würde er sich bestimmt drüber freuen. Einfach so ein British Bulldog T-Shirt. Ich habe jetzt nicht so viel Verwendung. Ich habe aber immer Spaß beim Auspacken gehabt. Und ich finde es cool. Vor allem die DVD. Und könnte wieder jemandem eine Freude machen, ohne dass ich losgehe und muss für 30, 40 Euro irgendwo ein T-Shirt bestellen. Als Geburtstagsgeschenk kann ich einfach das aus der Box nehmen. Hier seht ihr schon, was angekündigt wäre für die nächste Box. Mick Foley, Exclusive Autograph Inside September's WrestleGrade UK. Also es gibt nächstes Mal ein Mick Foley Autogramm, da steht es schon direkt da. Und hier ist das Item, der Item Guide, der euch sagt, was hier alles drin war. Will Ospreay Exclusive Autograph. Also, wer kennt Will Ospreay? Das Autogramm von Will Ospreay war drin. British Bulldog Exklusiv T-Shirt, Dudley Boys DVD. Eric Young, Exclusive Autograph. Eric Young. Dann ist das. Das ist Eric Young. Wildin' by Design. Das ist Eric Young. Aussieht wie Stumpen von Knorkador. Und dann ist er hier mit dem Panna-Dings. Will Ospreay. Jetzt wisst ihr genau, deswegen ist gut, dass dieses Kettchen immer dabei ist, was auch cool aussieht zum so hinstellen. Ja, das Design von Mick Foley richtig stark. Was es noch gegeben hat in den anderen Boxen: Top Rope Brewing Bar Blade, Barbershop Window Label Pin, Inside the Ropes Magazine. Hab ich jetzt nicht drin gehabt, aber hätten andere noch drin gehabt. Ich wusste außerdem gar nicht, dass es... Es gibt drei verschiedene. Die rote ist die WrestleCrate Lightbox, die habe ich. Es gibt dann also noch die gelbe Inside Higher Tier WrestleCrate. Ne, das ist die graue. Die goldene ist WrestleCrate Exclusive Item und die graue ist Inside Higher Tier WrestleCrate. Gibt drei Stufen. Ich habe immer nur gesehen, dass man zwei bestellen kann. Ich finde die Box eigentlich wieder cool zu dem ECW-Bezug und weil die Autogramme eigentlich stark aussehen und weil mir die Karte hier gut gefällt und weil ich die DVD eigentlich auch cool finde von den Dudley Boys, die mag ich, die habe ich auch immer gesehen und gerade aus der ECW-Zeit, wo ich sie nicht gesehen habe, kann ich jetzt das noch nachvollziehen. Das T-Shirt als Geschenk, richtig perfekt geeignet für den Angel. Aber ich muss mich mal erkundigen, was das ist hier mit dem Zoll. Jedes Mal zusätzlich jetzt noch 10 Euro Zoll.
Da bin ich wirklich dann raus. Das würde ich dann nicht mehr machen. Wie fandet ihr die Items? Was sagt ihr dazu? Was hat euch am besten gefallen aus der Box? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.